Am 15. Februar starteten Baumfällarbeiten auf dem Grundstück der Johannes-Brahms-Straße 55 und 57 in Schwerin. Zahlreiche Bäume werden für den geplanten Neubau einer Kindertagesstätte gefällt. Die Bauarbeiten für den Neubau beginnen im März 2022 und sollen bis spätestens Mai 2023 andauern. Das zentrale Gebäudemanagement ZGM bittet alle betroffenen Anwohner und Dienstleister um Verständnis.